Der Schweizer Unternehmer und Diplomat Uli Sick hat weit über 1000 chinesische Künstlerinnen und Künstler in ihren Ateliers besucht, mit ihnen diskutiert, Tee getrunken und in rund 30 Jahren eine einzigartige Sammlung von über 2000 Werken zusammengetragen. Er gilt weltweit als wichtigster Sammler, Erforscher und Vermittler chinesischer Gegenwartskunst. Und Kunst ist sein Medium, aber Uli Sicks eigentliches Forschungsprojekt ist China. Herr Sick, Sie sind zu China gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Das ist so. Es war mir nicht in die Wiege gelegt. Ich habe mich nie damit befasst. Und beruflich bin ich dann ganz unvermittelt hineingestoßen worden. Das war in einer Zeit, als Mao erst kurze Zeit gestorben war, in den 70er Jahren. Und Sie waren als Manager für ein Schweizer Industrieunternehmen nach China gesandt worden. Wie hat sich das abgespielt? Wir wurden zunächst von chinesischen Delegationen kontaktiert in der Schweiz. Und die haben uns dann eingeladen, unsere Technologie in China zu präsentieren. Wir haben die Einladung angenommen. Wir sind dann hingegangen, eben kaum vorbereitet, was die Kultur anbetrifft, was den Zustand Chinas damals anbetraf. Es gab ja auch eine fast unüberwindliche Schranke, um von außen nach innen in China zu gelangen. Und ja, so musste man eben einfach hingehen. Und wie muss man sich China vorstellen Ende der 70er Jahre? Das hat mit dem heutigen China nichts mehr gemein. Es war ein anderer Kontinent. Das heutige China ist eine, jedenfalls in den städtischen Gebieten, sehr ausdifferenzierte Gesellschaft. Damals war aber China ein Monolith, das Straßenbild grau. Es gab Kleider, die wie Uniformen geschnitten waren. Grün, grau, blau waren die einzigen Farben. Die Frauen trugen alle denselben Haarschnitt. Und ja, in dem Sinne war es ein Land, das von einer Planwirtschaft damals noch total beherrscht war. Es herrschte Mangel an allem. Sie sind nicht sofort dann mit Kunst in Berührung gekommen, nehme ich an. Nein, ich habe zwar sehr früh, weil ich ja ein Interesse an Gegenwartskunst mitbrachte, mich um diese Szene kümmern wollen. Sie hatte etwa mit meiner Ankunft in China begonnen, nämlich in den ersten Tagen der Öffnung von China, der von Deng Xiaoping kommandierten Öffnung. Und so wollte ich eigentlich diese Entwicklung von Tag 1 an mir ansehen. Es war aber sehr, sehr schwierig und es wäre ja nicht statthaft gewesen, in den ersten Tagen sich da in diese beginnende Szene hineinzubegeben. Aber das heißt, Sie waren sich bewusst, dass eine Art Epochenwandel sich ganz in einem Frühstadium befand? Das war mir völlig klar. Ja. Und ich musste mich aber, wie gesagt, sehr sachte bewegen. Ich war ja ständig beobachtet, bewacht, begleitet, konnte keinen Schritt alleine tun. Es gab ja auch ein Sprachproblem. Ich konnte noch nicht Chinesisch. Und so wäre es auch nicht möglich gewesen, ein Gespräch unter vier Augen mit jemandem zu führen und sich mit der zeitgenössischen Kunst zu befassen. Damals war aus offizieller Warte unstatthaft. Es hätte das Unterfangen, wegen dessen er ja in China war, absolut aufs Spiel gesetzt. Ich führte damals von der westlichen Seite her das erste Gemeinschaftsunternehmen. Ich wollte es zum Modell machen. Hätte ich mich derart exponiert, dann wäre ich gescheitert. Das konnte ich ja im Blick auf das Unternehmen schon mal nicht tun, einfach meiner Passion wegen. Und ich hätte auch die Künstler sehr gefährdet. Mhm. Aber das heißt, also Sie waren ja damals von der Ausbildung her und von Ihrem beruflichen Hintergrund auch ein neugieriger Journalist. Sie waren ja Wirtschaftsjournalist. Und das heißt, Sie mussten also Ihre Neugierde zuerst einmal im Zaun halten. Das war so. Ich konnte mir jedenfalls Informationen nur über Mittelsleute beschaffen. Fotos, soweit es sie schon gab, Gespräche. Das war zunächst mein Zugang zur Gegenwartskunst. Und ich meine, wir beginnen mit dieser Vergangenheit einfach darum, um zu verstehen,
dass dieses China von damals ganz wenig noch mit dem China von heute zu tun hat. Und das ist, man hat das Gefühl, 100 Jahre her sind und nicht erst 30 oder 40 Jahre. Wir haben einen Einspieler aus einem Film, den Michael Schindhelm über sie gedreht hat, wo man eine Kuratorin des Guggenheim-Museums in New York sieht, die uns erklärt, eigentlich, was da an kultureller, gesellschaftlicher Revolution sich abgespielt hat in China. Das wollen wir uns kurz anschauen. The transformation of China over the last 40 years is possibly the most consequential social, economic, political, and maybe cultural transformation that the world has seen. When that much change is going on in a society that has that much influence and impact, not only regionally but globally, we have to look to art as witness. Als ich angefangen habe zu sammeln, hat man mit den Künstlern über Hunderte von Dollars diskutiert oder vielleicht einmal 1'000, 2'000. Dann im Verlauf oder gegen das Ende der 90er Jahre hat man dann erstmals von 10'000 Dollar oder sogar ein paar 10'000 Dollar in ganz wenigen Fällen angefangen reden. Und richtig losgegangen ist es dann nach Venedig, nach dem Jahr 2000. Plötzlich sind auch grosse internationale Sammler, die dem ganzen China vorher fern geblieben waren, auf den Plan treten. Das war eine Sequenz aus diesem Film. Und eigentlich begonnen zusammen haben sie dann als Schweizer Botschafter in der zweiten Hälfte der 90er Jahre. Und wir haben sie gesehen im Einstieg des Einspielers als eine Art Panda-Bär. Ist das so etwas, eine Art von diplomatischer Verkleidung gewesen, die Sie gebraucht haben, um sich in dieses Milieu und in diese Welt und sich vielleicht auch sogar in eine Parallelwelt zu begeben? Nein, es ist romantischer. Ich habe gemeinsam mit dem Künstler einen Film produziert, einen Kinofilm. Der hat aber gefloppt in China. Und dafür schuldet er mir dieses Porträt. Und er selbst hat immer Performances gemacht. Gemeinsam mit einem Panda ist er aufgetreten. Und so lag es für ihn nahe, mich so zu zeigen. Also nicht als aussterbende Gattung, die man schützen muss. Nein. Aber wenn man sich dann auch nochmals vorstellt, eben, dass Sie zuerst als Vertreter eines Schweizer Industrieunternehmens in China waren, dann als Diplomat, und nun beginnen Sie als Diplomat, sich in die Ateliers zu begeben. Das ist ja nicht eine Art sehr diplomatischer Freizeitbeschäftigung in einem China, das Künstler in dieser Zeit, Gegenwartskünstler, kritische Künstler, ja nicht nur als Sonderlinge, sondern auch als eine Art von Gefährdung angesehen haben. Es ist so, ich musste mich quasi tagsüber im offiziellen China bewegen. Und nachts bin ich dann sehr oft in den Untergrund gegangen, wo die Künstler damals tätig waren. Und das ist eigentlich irgendwie gut gegangen. Man konnte sich auch sehr viel freier bewegen in den 90er Jahren. Ich habe mich eigentlich dann völlig frei gefühlt. Und diese Neugierde auf das, was Sie nicht kannten von China, wenn Sie jetzt diese 30 Jahre zurückschauen, können Sie uns in einem Satz, gibt es irgendeine Quintessenz von Erfahrung, die Sie jetzt am Schluss dieser Sammlungsepoche mit uns teilen könnten? Es gibt keinen besseren Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklung als die zeitgenössische Kunst und ich denke wohl als diese Sammlung. Man könnte 1000 Bücher lesen, man würde nicht dorthin gelangen, zu diesem Verständnis, dass man aus einem ausgedehnten Gang durch die Sammlung gewinnen kann. Das heißt also eine stark ausgeprägte visuelle auch Wahrnehmung oder nonverbale Wahrnehmung der Gesellschaft. Der Einstieg ist visuell, aber was sich hinter dieser Oberfläche öffnet, ist natürlich materiell und ist ohne,
ohne Limite, was die Sinnesorgane anbetrifft. Das Visuelle ist die Oberfläche, aber dahinter nehmen wir alles wahr, was wir immer wahrnehmen wollen oder können. Ich habe das Thema legt es nahe, ein Lao-Tse-Zitat gefunden, das mir ein bisschen auf Sie zu passen scheint. Also die Dinge wahrzunehmen, ist der Keim der Intelligenz. Es ist jedenfalls der Anfang jeder Analyse. Mhm. Und idealerweise kommt es dann zu Konklusionen. So würde ich den Satz lesen. Vielen Dank. Also ich würde ihn vervollständigen. Das passt ja auch zu Ihnen, glaube ich, diese Art von Vervollständigung, von Reflexion, von Prozessen, Vermittlung von Prozessen zwischen diesen beiden Kulturen. Für mich persönlich war ein Schlüsselmoment die Biennale in Venedig von 1999, als ich zum ersten Mal mit chinesischer Gegenwartskunst in Kontakt kam. Harald Zeman hat diese legendäre Biennale kuratiert und im Rahmen einer Ausstellung, die Aperto hieß, Öffnung, waren zum ersten Mal etwa 19 chinesische Gegenwartspositionen zu sehen. Und mir ist das Herz aufgegangen, aber auch wirklich, also die Sinne haben sich geöffnet. Und es ist so eine Art von Euphorie, habe ich, glaube ich, mitgenommen von dieser Biennale, zu sehen, dass die Welt sich öffnet und weitet. Das war 1999, 10 Jahre nach dem Massaker auf dem Platz des Heiligen Friedens. Wo stand China zu dieser Zeit? Was ist da passiert in diesen Jahren nach Tiananmen und der Biennale in Venedig? Zunächst waren nach 1989 die Künstler wie gelähmt und haben resigniert. Und über die 90er Jahre haben sich dann die Gemüter wieder geöffnet, auch eine politische Öffnung zeichnete sich ab. Der Freiheitsgrad der Künstler erhöhte sich. Plötzlich konnten sie aus diesem Semi-Untergrund jedenfalls in eine, wenn auch eingeschränkte, Öffentlichkeit treten. Plötzlich gab es Magazine, People's Magazine, Coffee Table Magazine. Und die Künstler, die ganz wenige Jahre zuvor eben noch angefeindet wurden, waren plötzlich Public Figures. In dem Sinne hat sich damals eine sehr große Öffnung abgespielt und plötzlich bildete sich ein Markt heraus. Und der hat dann unglaubliche Zahlen produziert, bis dann der Crash kam, auch für die chinesische Kunst im Jahr 07, 08. Mhm. Auf den Markt möchte ich noch zu sprechen kommen. Vielleicht bleiben wir noch ein bisschen bei dieser Frage von der Kunst und der Kritik. Der Avantgarde-Kunst, so wie wir sie in Europa kennen, seit 100 Jahren inhärent ist, in China ein verschobener zeitlicher Prozess. Und dass man gemerkt hat, wir im Westen, dank Ihnen, weil Sie ja wesentlich dazu beigetragen haben, dass man 1999 schon chinesische Gegenwartskunst im Westen hat sehen können, dass man gemerkt hat, hier entwickelt sich so etwas wie ein gesellschaftliches Korrektiv zu dem, was man als Bild von China trägt. War das etwas, was das offizielle China bewusst wahrgenommen hat damals? Es trat überhaupt erst ins Bewusstsein des offiziellen China. War es dann eine Art Überrumpelung? Oder? Ja, kann man so sehen. Zunächst bekämpfte das offizielle China die Gegenwartskunst. Sie hat ja eigentlich nicht dem chinesischen Paradigma von Kunst entsprochen. Das heißt, Schönheit, Harmonie, Gefallen. Das westliche Paradigma, dem eben die Gegenwartskunst auch in China folgte, war ja, das Bestehende einzureißen und völlig neu zu beginnen. Nicht eben das Bestehende weiterzuentwickeln. Und in dem Sinne war das völlig chinesisch. Aber diese Entwicklung eben von Venedig 99 zum Beispiel, die hat dann dem offiziellen China die Augen geöffnet, dass hier ein Prozess abläuft, dass hier ein Publikum im Westen nach dieser Art Information über China sucht. Und dass dieser Prozess ohne irgendein Zutun des offiziellen China abläuft.
In dem Sinne gab es eine Bewusstwerdung in China und plötzlich hat sich das offizielle China um die Gegenwartskunst, jedenfalls um Teile davon, zu kümmern begonnen. Mhm. Für mich noch einmal diese Art von Dekade zwischen 1989. Es gibt dieses berühmte Foto dieses Manns mit den Einkaufstüten vor den Panzern. Und das ist so eine Ikone dieser Zeit und einer Politik in China, die bei uns Unverständnis auslöst. Und dann Tsai Guoqiang, der den Goldenen Löwen gewinnt. Und wo sehen Sie da Schnittmengen, wie soll ich sagen, in diesem Verständnis, dass eine Tradition, ein Verhalten, das Individuum, die Gesellschaft sich trifft? Ich würde das vielleicht trennen von dieser vermeintlichen Akzeptanz der Gegenwartskunst beim offiziellen China. Mhm. Ich denke, die Dinge, so wie Sie sie beschrieben haben, die haben sich in der Gesellschaft abgespielt, die sich ja rasend schnell verändert hat, wie wohl keine zuvor in der menschlichen Geschichte. Man muss sich all die ideologischen Klimmzüge vorstellen, durch die ein Individuum gehen musste. Sagen wir, es wäre so sehr alt, wie ich das bin, dann musste man ja schon etwa 6, 7 dramatische Wendungen ideologischer Art hinter sich bringen. Jeweils wäre man gehalten gewesen zu glauben. Und das ist dann zunehmend weniger gelungen dem Individuum. Und alle diese Dinge spiegelten sich in der Kunst eben nach 1989 und in dieser Zeit, bevor sie sich dann später internationalen Einflüssen sehr viel mehr geöffnet hat. Mhm. Und Sie sind in diesen Turbulenzen, in diesem rasenden Prozess drin, den China gemacht hat, habe ich den Eindruck, sehr stoisch durch diese Jahrzehnte gegangen. Und das bringt uns ein bisschen auf Ihre Strategie oder Ihre Mission, wie Sie sich in diesem Prozess drin, in Ihrer Strategie des Sammelns definieren. Zunächst habe ich gesammelt, so wie das alle tun. Man kauft, was einem gefällt. Mhm. Und bald bei der Suche nach dem, was mir gefallen könnte, mir gefiel zuvor schon, damit habe ich mich ausgiebig seit meiner Studentenzeit beschäftigt, die vorderste Front der Gegenwartskunst. Ich konnte aber zunächst nichts finden. Das ist auch der Grund, warum ich in den 90er Jahren nicht gesammelt habe. Davon gab es eigentlich noch nichts. Die Kunst kam sehr derivativ daher, derivativ von der Westkunst. Und erst so gegen Ende der 80er Jahre haben die Künstler zu einer eigenen Sprache gefunden. Daneben habe ich mal für mich umgesehen. Und dabei habe ich dann festgestellt, dass niemand, weder Individuum noch Institution, chinesische Kunst sammelt. Also auch nur im geringsten systematisch sammelt. Und das schien mir dann sehr merkwürdig im größten kulturellen Raum der Welt. Niemand, der sich darum kümmert, was die Gegenwartskünstler zur chinesischen Kultur, Gegenwartskultur beitragen. Und so habe ich mich dann entschieden, das zu tun, was eben eine nationale Institution eigentlich hätte tun sollen, aber nie getan hat, nämlich einen Spiegel der Gegenwartskunstproduktion gewissermaßen bereitzustellen. Also das heißt, Sie haben Ihren eigenen Geschmack zurückgestellt und begonnen, eine Art enzyklopädisches System aufzubauen. Ja, genau. Und das Ziel, in eine Bresche zu springen, in ein Vakuum zu füllen, zu beginnen. Und gleichzeitig passiert eben eine Art von öffentlicher Wahrnehmung trotzdem. Diese, verzeihen Sie mir den Begriff, des Import-Export-Systems beginnt zu spielen. Und ist das nicht dann ein bisschen auch so gewesen, dass nicht nur der Sammler in Ihnen angesprochen war, sondern auch, wie soll ich sagen, der Unternehmer, der Manager, der gesagt hat, ich habe ein erstes Joint Venture, ein technisches zwischen China und der Schweiz hergestellt. Jetzt kann man auch das kulturell
auf diese Ebene oder in diese Art von Strategie heben? Das ist eine schöne Betrachtungsweise, ja, der ich mich jetzt sofort anschließe. Es war eigentlich schon eher diese, wie soll ich sagen, diese Eigenart eben der Kunstszene, dass es sowas nicht gibt. Das musste man zunächst feststellen. Und dann habe ich einfach die Konsequenz daraus gezogen. Also so simpel hat sich das angelassen. Und ich habe dann gesehen, dass das aber eine doch recht große Mission ist, die ich mir da selbst auferlegt habe, das ganze Spektrum des Kunstschaffens abbilden zu wollen. Über alle Medien. Ich musste ja dann auch zurücksammeln in die Anfänge, eben so 79. Mhm. Und ja, das hat mich sehr viel Energie gekostet. Es war ja auch lediglich meine Passion. Ich hatte ja auch noch meinen Broterwerb. Aber eben, das muss man sich ja statistisch mal vorstellen. Ich weiß auch nicht, wie viele Tausende Besuche, wie viele Rendezvous, wie viele Künstler, mit denen Sie sich auseinandergesetzt haben. Das heißt, das kann ja nicht nur eine Art von Auftrag sein, etwas zu erfüllen, was sonst niemand macht. Da muss doch irgendwo eine Flamme lodern, die sehr irrational vielleicht sogar brennt in Ihnen. Im Rückblick scheint es mir auch so. Und ich kann es mir kaum mehr erklären, woher die Energie kam, oder um das eigentlich zu tun. Weil ja die Szene nicht organisiert war. Man konnte auch nicht in eine Galerie gehen und sich etwas von der Wand kaufen. Es gab keinen Überblick. Ich habe dazu einen Kunstpreis damals geschaffen, um eben Material in die Hand zu bekommen. Und ja, es war eigentlich ein ziemlich umfängliches Ding, das ich da vor allem nachts und allenfalls an den Wochenenden losgetreten habe. Der Alltag in China war ja vor allem auch auf der Botschaft, wie zuvor im Geschäft, sehr fordernd. Und man hat eigentlich morgens um 6 begonnen und irgendwie nachts um 9, 10 hat man die Arbeit abgeschlossen. Und dann ging ich eigentlich zu den Künstlern. Mhm. Und Sie haben dann diese Kunst auch in der Schweizer Botschaft ausgestellt? Habe ich gemacht. Ich wollte ja auch testen, wie die chinesischen Funktionäre, von denen ich sehr viele zu Gast hatte, auf diese Kunst reagieren. Und das war schon sehr interessant. Sie hatten im Grunde keine Kenntnis von diesem Phänomen, das sich ja zunächst im Untergrund abgespielt hatte und so langsam an die Oberfläche trat. Und sie fanden auch kaum den Zugang. Es gab eine kleine Minderheit, die mit großem Interesse noch mehr sehen wollte. Mhm. Es gab aber eine größere Mehrheit, die das dann ignoriert hat nach einem kurzen Augenschein. Und dann gab es auch diejenigen, die sagten, Herr Sik, Sie sind doch ein großer Freund Chinas. Warum zeigen Sie China in einem derart unvorteilhaften Licht? Und ich musste dann jeweils sagen, das bin nicht ich, das sind Ihre Künstler, die diese Realität so wahrnehmen. Und dann war das Gespräch damit beendet, oder? Eigentlich würde es ja dann erst interessant werden. Ja. Gut, es gab dann, sagen wir, mit den Nicht-Interessierten nicht mehr sehr viel mehr auszutauschen, jedenfalls was die Kunst anbetraf. Jetzt, Sie haben das ja auch schon angetönt, wie dieser Kunstmarkt regelrecht explodiert ist, also grundsätzlich auf der Welt seit der Jahrtausendwende, international oder global, aber insbesondere natürlich auch die chinesische Gegenwartskunst. Und da waren Sie ja mittendrin, oder Sie haben das ja überhaupt, wie Sie auch jetzt erzählen, soll man sagen, losgetreten fast. Ich habe mir das Leben als Sammler selbst schwer gemacht. Eben in der frühen Zeit, der 90er Jahre, hat man über diese kleinen Beträge gesprochen, vergleichsweise kleinen. Mhm. Und die Künstler hatten keine klare Vorstellung von Werten. Sie hatten manchmal kaum eine substanzierte Forderung oder völlig abwegige hohe Preise im Kopf. Und man musste dann wieder etwas Realitätsnähe schaffen, was den internationalen Kunstmarkt anbetrifft. Und daraus hat sich dann aber mit dem einsetzenden Interesse
des internationalen Marktes. Der war früher als die chinesische Nachfrage. Mhm. Mit in diesem Moment, vor allem nach Venedig, hat sich dann eben dieser Preisboom ereignet. Und er wurde dann befeuert durch das Eintreten auch der chinesischen Sammler nach den Jahren 2000, frühen Jahren 2000. Aber muss man sich jetzt vorstellen, also Sie waren mit Harald Zimmern in Venedig und haben gesagt, das ist super, was wir geschaffen haben. Und gleichzeitig haben Sie gemerkt, wir haben es nicht mehr im Griff, was da eigentlich jetzt losgeht. Das kann man vielleicht so sehen. Also es kam mir eigentlich nur darauf an, und ich freue mich über Ihren früheren Kommentar. Es scheint, dass ich das erreicht habe, dass eben die Leute erstmals diese chinesische Kunst wahrnehmen. Es gab sie zwar schon vorher, sporadisch, kleinen Ausstellungen, auch in Europa, aber quasi so ethnisch, ethnologisch fast motiviert und nur kleine Minderheiten, China-Freaks etc., gingen sie anschauen, und das war das erste Mal, dass ein breites internationales Publikum nicht anders konnte, als eben diese Kunst zur Kenntnis zu nehmen, weil sie durch das Aperto gehen mussten. Sie mussten an diesen Arbeiten vorbeigehen. Und ja, da haben wir uns einfach gefreut, dass sie dieses Interesse auslösten. Ich hatte in keiner Weise an den Markt gedacht oder was sich da im Markt eben als Folge davon abbilden würde. Und dann eben diese Art von Rakete, ökonomisch nach der Jahrtausendwende. Ich habe gelesen, es leben heute mehr Dollar-Milliardäre in Peking als in New York. Und also das heißt, alle diese neuen, reichen Chinesen haben dann auch begonnen, ihre eigene Kunst zu entdecken und zu sammeln? Nein, das kann man nicht so sehen. Es gab eine Handvoll zunächst chinesischer Sammler. Und die ganz reichen Chinesen, die haben sich zwar der europäischen Kunst zugewendet, aber die haben gekauft und kaufen auch heute eher Impressionisten, die Moderne, also ein Monet steht höchst Kurs, ein Van Gogh, dann Picasso, aber die haben sich nicht unbedingt der zeitgenössischen chinesischen Kunst zugewendet. Das war eher eine etwas jüngere Schicht, auch reich geworden, aber neugieriger, die hat chinesische Gegenwartskunst zu kaufen begonnen. Und diese Gruppe wendet sich aber heute immer mehr der internationalen Gegenwartskunst zu. Es ist sehr interessant, wie sie sich lange nur mit chinesischer Kunst einigermaßen sicher fühlten und sie jetzt so weit sind, internationale Kunst teils auf Kosten der chinesischen Gegenwartskunst zu sammeln. Mhm. Gut, das ist natürlich wieder ein Thema der Globalisierung. Auch da werden wir noch zu sprechen drauf kommen. Aber was mich interessieren würde, wäre zu sagen, wenn sich jetzt eine Generation von vermögenden Chinesen, jüngeren Chinesen für globale Kunst interessieren, dann interessieren sie sich automatisch auch für die globalisierte chinesische Kunst, weil die ist sehr hoch im Ranking. Und sind Sie dann vielleicht manchmal ein bisschen enttäuscht? Darauf möchte ich ein bisschen hinaus. Wenn Sie sehen, dass das, was Sie in Ihrer enzyklopädischen Mission oder das, was Sie auch als Dokument bezeichnen, also einen Blog herzustellen, damit nicht etwas vergessen geht, was sonst vergessen gegangen wäre, dass Sie das aufgebaut haben und plötzlich überrennt eigentlich die ökonomische Welle dieses Motiv, in dem es einfach gute Kapitalanlagen geworden sind? Das hat mich nicht wirklich, aber doch etwas beeinträchtigt im Sammeln. Ich hatte natürlich alle diese Künstler, die nachher so teuer wurden, schon in meiner Sammlung. Natürlich hätte ich noch einige Arbeiten hinzukaufen können, aber viele von diesen Künstlern machten eigentlich mehr desgleichen. Dann gibt es keinen Anlass, oder neuere Arbeiten in meine Sammlung aufzunehmen. Und damit haben sie es mir dann doch wieder etwas vereinfacht, den Entwicklungen folgen zu können, weil das dann eher die jüngeren Künstler sind, die ich mir dann noch leisten konnte. Also das würde bedeuten, dass mehr vom Gleichen, dass natürlich schon eine Art von der Kunstmarkt hat begonnen zu spielen und dass dann, wie soll man dem sagen, das viele Geld, das plötzlich auch da war, international der Kunst nicht unbedingt zuträglich war. Das ist schon so. Die Künstler
hatten, nachdem sie vorher eigentlich standen null, was das Wirtschaftliche anbetrifft, in ihrem Leben hatten, plötzlich enormen Zulauf, haben aus den Studios heraus verkauft und hatten plötzlich zum Teil Hunderttausende von Dollars, die sie für ein Bild bekamen. Dann muss man schon einen sehr festen Charakter haben, um der Versuchung zu widerstehen. Man kommt aus dem Nichts, man hat sich nie etwas leisten können. Und hier macht man nochmal dasselbe oder winken, ja, sechsstellige Beträge. Wer würde da oder widerstehen? Auch im Westen. Mhm. Und in dem Sinne, ja, sind viele Künstler eben dieser Tendenz gefolgt. Aber natürlich gab es immer auch die anderen, die sich in keiner Weise beeinflussen ließen. Mhm. Ich denke, das ist etwas, was im Film von Michael Schindel mir sehr geblieben ist, stark geblieben ist, sind die Statements der Künstler, die die Kulturrevolution als prägendes Moment in ihrer Biografie haben. Also geboren irgendwie vor den 60er Jahren und wo man auch spürt, dass die Frage des Leidensdrucks eine prägende ist und dass die Frage der Offenheit, der kulturellen Bildung auch ein Thema ist. Da möchten wir eine oder zwei Stellen daraus uns anschauen.出身不好，这些学生分得很远很远去。 Life was quite tough, and it's come to the really bottom way of surviving. That's my early youth, so I don't have much education. Only study was Chairman Mao's slogans, and of course, it's a lot of watermelons, which is the best gift from nature. In very dry desert, suddenly you see a big green watermelon.那个时候的这种暴力，它都是以这个正义的借口，然后赋予他这个正当的这个权利的。然后形势呢就很糟糕了，因为这个我的爷爷被押上这个批判会的这个台子之后，那么我们就是这个家庭就变成了大家的公开的敌人了，就是那些孩子们。 Eine für mich sehr berührende Sequenz im Film und auch melancholische. Das heißt, wo man herkommt, diese Herkunft ist hochproblematisch. Und wenn man sich nicht interessiert für diese Herkunft, dann weiß man nichts über sich selbst. Und dass wir heute in einer Gesellschaft sind, die sehr weit davon weg ist und dass eine Art von Unwissen bei uns im Westen, aber selbst in China offensichtlich so ist, dass eine jüngere Generation von Künstlern sich diese Hintergründe gar nicht mehr vorstellen kann. Das ist richtig. Das hängt mit der Kommunikation und mit den Regeln zur Kommunikation der Partei zusammen, die große Teile der chinesischen jüngsten Geschichte zum Tabu erklärt und damit wird darüber nicht gesprochen, es wird darüber auch keine Kunst gemacht, es wird nicht diskutiert und das führt auch sehr weit zu einer Art Amnesie, zum Beispiel 89, das ist für mich sehr interessant zu sehen, dass
die ganz jungen Chinesen, denen sagt, dass nichts, sie haben sich kein Bild je machen können von den Abläufen damals, von den Themen damals. Und in deren Gedächtnis existiert das nicht. Und in dem Sinne ist eigentlich die Propaganda sehr, sehr effizient. Und die, wie soll ich sagen, die Art von Ökonomisierung, wenn wir immer noch da sind, dass eigentlich auf der einen Seite das eigene Gewissen, das Wissen und Gewissen, und auf der anderen Seite das Geld. Und Sie sind der Vermittler, der Mensch, der diese Prozesse hautnah miterlebt hat, aber auch initiiert hat. Wie gehen Sie dann als, wie soll ich sagen, manchmal, jeder Rockstar hat einen Manager, der ihm sagt, so bleiben wir auf dem Teppich. Ist das ein wichtiger Teil Ihrer Arbeit gewesen, auch zu dämpfen, Prozesse vielleicht zu erklären? Irgendwas zu erklären. Ich bin eigentlich zu einer Art Consultant für die Künstler geworden, die dieser plötzlichen Nachfrage mit Unverständnis gegenüberstanden, die nicht wussten, was sollten sie tun. Ich erinnere mich an eine erste Auktion, die eines der beiden großen Auktionshäuser auf der Welt erstmals plante für chinesische Gegenwartskunst. Und vielleicht 10 oder mehr Künstler haben mich dann angesprochen, haben gesagt, da will dieses Auktionhaus eine Arbeit von mir. Ja, kann ich denn eine Arbeit hingeben? Wenn ich eine hingebe, kommt die je zu mir zurück? Ich gehe mal nicht davon aus, dass ich Geld sehen werde. Und wer ist das überhaupt? Also das war der Wissensstand. Und ja, viele wollten einfach wissen, was soll ich denn tun als Künstler? Einmal die Strategie oder wie die Arbeiten irgendwie zu einem Publikum kommen, aber auch einen künstlerischen Diskurs, den sie eigentlich kaum je führen konnten. Es war für die total ungewohnt, ihre Arbeit und ihr Denken zu verbalisieren in einem Gespräch, wie wir es hatten, sie und ich. Und das war für viele ein erstmaliges Erlebnis und das wollten sie eigentlich weiter pflegen. Und haben Sie denn selbst gewusst, wo die, also ich meine, immer wieder in Ihrem strategischen Denken, in diesem Bewusstsein einer enzyklopädischen Last, die auf Ihnen liegt, zu sagen, ich muss steuern oder ich muss steuern, aber ich bin ja auch keine Institution, ich bin nicht China, ich bin Ueli Sick aus der Schweiz. Gut, man macht das eben so gut, wie man es kann. Und natürlich kann man eine solche enzyklopädische Sammlung nie vollständig haben. Man versucht, die Richtungen festzulegen. Das musste ich tun, sagen wir, oft auch durch ein Netzwerk, das sich mir langsam bildete, durch viele Gespräche. Und was mir auch sehr half, waren meine Kenntnisse der westlichen Kunst, westlichen Gegenwartskunst. Dann kann man auch besser einordnen, welchen Ausdrucksformen oder der chinesischen Gegenwartskunst man gegenübersteht oder welche zum Beispiel wirklich innovativ sind oder welche vielleicht einfach ein Abklatsch oder des Kunstdiskurses aus dem Westen sind, der sich lange vorher ereignet hat. Und ja, das sind so Fragen, denen ich so gut wie möglich einfach begegnete. Aber hatten Sie nie das Bedürfnis, wenn Sie sagen, dass diese Last ist eigentlich ein bisschen zu groß, 1,4 Milliarden Chinesen und ich habe eine Berufung. Und ich weiß, also, dass ja die meisten oder die wichtigsten Gegenwartskunstmuseen, die es in China mittlerweile gibt, dass das auch private Initiativen sind, dass sie oft auch marktwirtschaftliche, mäzenatische oder Sponsoring-Initiativen sind und dass Sie dann sehen, das waren Sie ja auch nicht. Sie waren nicht die Bank SIG, sondern Sie waren immer noch jemand, der dieses Dokument schaffen wollte mit einer Idee und dass Sie dieses kulturelle Erbe, das ohne Sie vielleicht gar nie existiert hätte, dass Sie das tragen müssen. Und haben Sie nie staatliche irgendwie Hilfe gesucht, wo Sie sagen, da brauche ich jetzt China? Nein, das wäre im Grunde kontraproduktiv gewesen, weil
Daraus erklärt sich auch, warum es keine solche Sammlung in China gibt. Weil sie eben nicht diesem präferierten Bild entspricht, das die staatlichen Institutionen von China zeichnen müssen, sei es im Inland, sei es im Ausland. Damit eben können sie sehr viel von dieser Gegenwartkunst weder ausstellen noch sammeln. Und gerade diese Lücken, also die Lücken waren größer als wie soll ich sagen, dasjenige, dass diese Institutionen überhaupt sammeln konnten. Sie konnten eigentlich ein ganz schmales Segment der Gegenwartskunstproduktion sammeln, nämlich so was wie so akademische Malerei nennen, das konnten sie, alles andere war ihnen verwehrt. Also konnte ich auch keine Hilfe aus dieser Richtung erwarten. Und ich habe aber auch deshalb diesen Kunstpreis geschaffen, das war 1997, wo ich dann sehr wichtige internationale Kuratoren und auch chinesische Kuratoren zusammenbringen konnte, die das Material beurteilten. Und die dann sich auf einen Preisträger jeweils einigten. Und das waren für mich immer hochinteressante Diskussionen, die mir dann auch natürlich im Sammeln zugute kamen. Also das heißt, dieses Netzwerk, das Sie sich aufgebaut haben, hat Sie komplettiert. Und Sie sind ja aber, komplettieren sich ja schon fast selber. Also es ist ja schwer, einen Begriff für Sie zu finden oder eine Berufsbezeichnung. Also noch einmal, Sie sind Manager gewesen, Sie sind Unternehmer bis heute, Diplomat und eben Sammler, aber der Sammler ist auch eben Vermittler und Mäzen und Coach, wie Sie das erklärt haben. Und damit hätten Sie ja quasi in dieser Dreifaltigkeit des Diplomaten, des Unternehmers, also Business und Business, Politik und Kunst, ja auch diesen Prozess von China weg von der Werkbank der Welt, von der Billigindustrie hin zur Smart Society, wo ja Kunst und Kreativwirtschaft ein wichtiger Faktor ist, ja vielleicht so ein Schuhlöffel gehabt, um da zu sagen, sieht eben noch einmal, erstes Joint Venture hat geklappt, das zweite ist doch auch prima. Ja, aber Sie haben etwas Wichtiges gesagt. Mir waren eben diese drei Zugänge zur chinesischen Realität enorm wichtig. Und oder der eine Zugang hat jeweils den anderen eben geleveraged. Und auf diese Weise konnte ich mir ein ganz anderes Bild verschaffen als diejenigen, die je in einer oder vielleicht allenfalls in zwei Disziplinen sich China genähert haben. Und das wiederum hat mein Sammeln oder sehr gut informiert. Das heißt, die Kenntnisse, die ich aus der chinesischen Gesellschaft hatte, oder diejenigen, die sich nur der Kunst annehmen, vor allem wenn sie von außen kommen, oder diejenigen, die sich nur dem Business oder nur der Politik annehmen, die können das gar nicht integrieren in der Weise, wie ich das konnte. Und das hat mir beim Sammeln unheimlich geholfen. Aber auch, wenn ich Sie richtig verstehe, dass Sie diese drei Sphären auch trennen voneinander? Ich wollte sie nicht unbedingt trennen. Ich wollte sie zumindest in meinem Kopf zusammenführen. Oder? Weil eben daraus ein Wissen entsteht, das man anders sich nicht aneignen kann. Aber jetzt, der Unternehmer in Ihnen hätte ja sagen können, Uli, kauf das auch noch und verkauf es wieder, oder? Weil da ist jetzt Rakete fliegt ab. Ich verstehe Ihre Frage. Mein Ziel war eigentlich, wie ich diesen neuen Fokus, also dieses enzyklopädische Sammeln definiert habe, eine Sammlung zusammenzustellen und sie dann China zu übergeben, damit die Chinesen überhaupt erst ihre eigene Gegenwartskunst zu Gesicht bekommen. Mhm. Deshalb habe ich nie eine finanzielle Überlegung angestellt, was daraus werden könnte. Einzig vielleicht kann ich mir das leisten, weil mein Einkommen damals war auch nicht gerade besonders. Und also in dem Sinne habe ich nie eine Investmentüberlegung angestellt, weil sie mir ja nie zugute gekommen wäre. Eben das, also da kommen wir jetzt langsam auch auf den Status quo, auf das Heute Ihrer Sammlung zu sprechen. Ihre Sammlung wird in anderthalb Jahren, 2019, in einem großen Museum in Hongkong zu sehen sein. Sie haben einen großen Teil, ich kenne die Zahl nicht ganz genau. 1500 Arbeiten werden in Kürze den Chinesen zugänglich sein und werden öffentlich sein in einem großen
Museum. Und das heißt, auch hier ist wie ein Prozess dieser Globalisierung eigentlich kommt zu einem Abschluss. Also der Kreis in einem gewissen Sinn schließt sich nicht ganz genau, weil wir sind in Hongkong nicht wirklich im Festland China. Aber das würde mich jetzt als letztes Kapitel unseres Gesprächs interessieren, diese Identitätsfindung. Sie haben gesagt, dass in den 70er Jahren bei der Reformbewegung Politik, dann in den 80er Jahren noch sehr epigonal der Westen reproduziert wurde in der chinesischen Gegenwartskunst, dass dann Mitte der 80er Jahre, 90er Jahre kam diese eigene Haltung mit eigenen Themen und dass die Globalisierung dann um die Jahrtausendwende begonnen hat, wirklich zu spielen. Aber wie global muss man sich, und weil Sie eben beide Kunstwelten kennen, wie global ist diese globalisierte Kunstwelt eigentlich? Die Entwicklung ist nicht unbedingt geradlinig verlaufen bis heute. Also zunächst eben epigonale Kunst. Die Künstler mussten sich überhaupt ein Wissen verschaffen. Sie waren total isoliert gewesen von der Außenwelt. Das haben sie dann über die 80er Jahre geleistet. Und so in den 90er Jahren kam dann Information aus dem Westen nicht mehr nur zufällig, sondern auch systematisch. Und sie haben dann auch ein Leben geführt, die Künstler, das demjenigen der Künstler im Westen immer ähnlicher geworden ist, indem sie auch Zugang zum Internet hatten, auch Zugang zu Katalogen, Magazinen, selbst sogar Reisen eingeladen wurden. Und in dem Sinne hatten sie plötzlich Kenntnisse vom globalen Kunstdiskurs. Und das ist dann in die Kunstproduktion eingeflossen. Und es hat dann eigentlich wie eine Zweiteilung sich herausgebildet. Die einen, die dann zum Schluss kamen, also mit China haben wir nichts am Hut. Wir wollen großartige Künstler unter guten Künstlern sein und wir möchten nicht unseres chinesischen Passes wegen ausgestellt werden. Und die anderen, die dann sagten, ja, eigentlich müssen wir, um auch in der globalen Kunstproduktion zu bestehen, im Grunde by difference arbeiten. Mhm. Das heißt, unsere eigenen Wurzeln sind vielleicht eine Ressource, auf die die anderen ja keinen Zugriff haben. Und so hat sich ein Turn, eine Wende zur Tradition eigentlich auch abgezeichnet für ein anderes Feld. Mhm. Und so hat es ja eine gewissermaßen eine Zweiteilung gegeben. Aber beide wollen ja in diesem globalen Kunstdiskurs jetzt wahrgenommen werden und sich eine Position erarbeiten. Und die Sammlung zeigt eigentlich diese Tendenzen sehr gut auf. Mhm. Und Hongkong, wo die Sammlung ja hingeht, ist China, aber ist nicht dasselbe wie Mainland China, hatte eine ganz, ganz kleine Kunstszene. Es gab kaum Interesse für Gegenwartskunst oder überhaupt für visuelle Kunst in Hongkong, bis auf eine Zuneigung zu, was sie zeitgenössische Tuschemalerei nennen. Das hat sich so als eine Hongkong-eigene Disziplin herausgebildet. Und jetzt mit dieser Institution und mit dieser Sammlung, auch mit der Art Basel, auch mit dem Zugang jetzt oder Zufluss großer Galerien in Hongkong, hat sich da jetzt so ein ganz bedeutender Hub ausgebildet. Und da hinein kommt jetzt dieses neue Museum. Und in dem Sinne wird Hongkong, denke ich, führend werden, was ja, die Kunst aus diesem vor allem ostasiatischen Raum anbetrifft. Oder ist es bereits? Jetzt, wenn wir den Enzyklopädisten beiseite lassen, mal ganz kurz und fragen, für welche dieser beiden Fraktionen schlägt Ihr Herz? Ich persönlich bin sehr interessiert an diesem Turn zur Tradition. Mhm. Warum ist das so? Ich denke, wir sind hier so bei einer Art Soft-Power-Diskussion angelangt. Das ist ja ein großes Manko von China im globalen Auftritt. Wenn wir an Amerika denken, an den American Dream und die, was weiß ich, McDonald's etc., die haben eigentlich die Welt erobert. China tut sich sehr schwer, ist jetzt Weltmacht.
tritt jetzt möglicherweise die Nachfolge der USA an, aber hat eigentlich keine Projektion, die Welt wirklich erreicht, bis auf chinesische Küche, Akupunktur, okay. Mhm. Aber das hat keine Strahlkraft, die mit der amerikanischen gleichbar ist. Und da suchen jetzt die Chinesen, ich denke zu Recht, in ihrer eigenen Kultur und in ihrer Tradition, was könnte man denn oder an diesen Werten wieder zutage fördern? Was kann bestehen neben einer westlichen, wie soll ich sagen, Wertegemeinschaft? Also was könnte China hier Neues, Ansehnliches, Eindrückliches in diesen Diskurs einbringen? Und da, denke ich, ist diese Suche in den Wurzeln sehr interessant zu verfolgen. Und könnte es dann auch eben jetzt eine Art von Pragmatismus spielen, dass wenn China sich wirklich auch identifizieren muss, als wenn China 2050 wirklich alle Industrienationen überholt hat und wenn diese Art von Machtkonzentration und Präsenz international wirklich zu spielen beginnt und wie wir am WEF gehört haben, dass jetzt so etwas, was ja auch in der Neuen Zürcher Zeitung als Paradox beschrieben wurde, dass der chinesische Staats- und Parteichef für die Öffnung ist, und also für Öffnung ist, für Freihandel und für Globalisierung, und Amerika ein Tag später, drei Tage später mit Trump irgendwie die Schotten dicht macht, dass in dieser Situation drin China eine Art von Takeover auch in der Massenkultur, wie Sie das ein bisschen beschrieben haben. Und von Amerika haben wir das 20. Jahrhundert erlebt und sie haben uns den Jazz gebracht, Rock'n'Roll gebracht, den Underground gebracht, Coolness gebracht. Was würde uns China bringen? China hat natürlich, wenn wir jetzt an die visuelle Welt und das Design denken, einen fast unermesslichen Schatz an Formen, an Zeichnung, an Ausdrucksformen, oder die sich in der Tradition zum Teil über Jahrtausende herausgebildet haben, die wir eigentlich nicht kennen. Und wenn man die fortschreibt in eine uns zeitgemäße Form, oder, dann könnte es durchaus das andere sein, aber von gleicher Anziehungskraft. Aber das muss noch geschehen. Mhm. Das muss noch geschehen. Und dass das ja, wenn man den langen Bogen spannt, eine Art von extrem schöner Kontinuität über Tausende von Jahren, dann gibt es diese Kulturrevolution und das, was nachher kam, dieses Schütteln über mehrere Jahrzehnte, dass sich das auch wieder quasi beruhigt und in eine Sphäre geht. Aber was mich interessiert, in diesem Schütteln sind wir ja immer noch drin. Und am Schluss des Filmes von Michael Schwindhelm kommt Ai Weiwei, von dem Sie gesprochen haben, vermutlich der bekannteste Künstler und auch einer der wirklich kritischsten Künstler aus China, der so eine kleine Geschichte erzählt, die wir uns schnell anschauen möchten. Of course, I'm the person who totally against to give any of the collections to China, even it comes from China, because I understand that this authority doesn't care. You know, if you gave to them, you better just throw at the bottom of the Suzi's lake. You know, it's better even. Was wollte Ihnen Ai Weiwei damit sagen? Gut, dazu muss man ihn kennen. Er wirkt so wie ein behäbiger Bär, aber er ist natürlich ein Zyniker und im Gespräch auch voller Humor. Und er will damit sagen, die chinesische Regierung weiß damit nicht umzugehen. Sie schenkt dem eigentlich keine Bedeutung. Das ist seine persönliche Meinung. Ich bin nicht ganz dieser Meinung. Ich denke, zwar nicht die chinesische Regierung, aber viele andere haben schon längst den Wert einer solchen Sammlung erkannt. Sie wissen, irgendwann werden die Kinder von heute ihre Eltern fragen, was haben denn unsere Künstler gemacht in den 80er, 90er Jahren, 2000er Jahren. Und da werden sie dann die Antwort finden. Nicht im Sursee, wie er so niedlich sagt. Von dort, wo sie wohnen. Aber wenn jetzt dieser Kreis sich geschlossen hat, bald, ist mir etwas geblieben. Also ihre Aufgabe ist erfüllt. Das ist das eine. Das würde mich interessieren, was kommt. Und das andere ist, gibt es eigentlich einen chinesischen Uli Sik?
also von dem Sie wissen, dass da etwas weitergeht, oder eine Chinesin? Also es gibt natürlich heute einige Chinesinnen und Chinesen, die diese Ambition haben, aber das Material ist eigentlich nicht mehr auffindbar, wenn wir an die 80er, 90er Jahre denken. Und sie haben zu spät begonnen und sie haben, wie das auf der ganzen Welt üblich ist, jedenfalls wenn Private das in Angriff nehmen, sie haben sich auf das Zweidimensionale beschränkt. Sie haben Malerei gesammelt, vielleicht extensiv, aber sie haben zunächst der Fotografie, der Installationskunst, der Performance keine Beachtung geschenkt. Und in dem Sinne, weil ich das alles von Beginn weg gemacht habe, können sie es nicht nachvollziehen. Aber die Institutionen müssen jetzt eigentlich irgendwann übernehmen. Und Sie können ganz neu von vorne beginnen jetzt? Ich kann von vorne beginnen. Nach Lust und Laune sammeln. Es ist so. Ja. Herr Sieg, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte. Nächste Woche reist meine Kollegin Barbara Bleisch zwar nicht nach China, aber in die Zukunft. Sie spricht mit dem weltberühmten Historiker Yuval Harari über die Menschheit von morgen, die vor allem eines nicht mehr will: Mensch sein. Da kann man gespannt sein. Und jetzt gleich in der Sternstunde Musik zeigen wir einen Dokumentarfilm über den flamboyanten Dirigenten Theodor Kurenzis.